Liebe Freunde, seit ich Herrn Bruno Gröning kenne, habe ich angefangen, mich selbst endlich zu erkennen. Das heißt, all das zu erkennen, was ich bis dahin falsch gemacht habe. Und nur dadurch, nur durch seine Vorträge, durch die Worte aus seinem Mund, habe ich die Kraft bekommen, ein anderer Mensch zu werden. Und dieser andere Mensch, wenn heute noch zurückblickt, man soll ja nicht mehr zurückschauen, aber es liegt nun 10 Jahre zurück, dieser andere Mensch war ein Wrack, ein Geschöpf, das nur noch auf dieser Welt war, um Sorgen und Kummer zu bereiten. Endlich habe ich verstanden, wie wir und von wem wir geführt werden, von Gott selber. Und die Gnade, die ich empfangen habe, dass ich Herrn Bruno Gröning begegnen durfte, die ist so groß, so stark in mir. Und die Überzeugung, dass Gott mir so viel Gnade nochmal geschenkt hat, dass ich all das gut machen kann in diesem Leben, was ich falsch gemacht habe. Dieses eine Bestreben erfüllt mich täglich, morgens, wenn ich erwache und abends, wenn ich mich schlafen lege. Und so will ich es auch halten. Und eines möchte ich hier sagen: Danken wir alle dem Herrgott, dass er uns so geführt hat, dass er uns zusammengeführt hat. Denn eins ist für das andere Stärke und Vorbild und eins lernt am anderen. Und dies ist die große Gnade, dass wir dann selber uns vorwärts bringen. Das sind meine Erfahrungen und die habe ich nun gesagt. Liebe Freunde, ich habe schon in früher Jugend Gott gesucht. Und ich wusste, dass ich einmal auf einen Menschen treffen werde, der mir diesen Weg zu Gott und diesen Weg in die göttliche Ordnung vorleben und zeigen wird, der immer als hilfsbereiter Freund da sein wird, durch dessen Existenz ich die Existenz Gottes noch klarer erkennen werde. Dieser Mensch ist mir auch gebracht worden. Es ist Bruno Gröning. Ich kenne Bruno Gröning aus den ersten Zeitungsberichten jetzt 10 Jahre. Seit 9 Jahren kenne ich ihn persönlich. Und es wird langsam immer klarer in mir, was es um Bruno Gröning auf sich hat. Und wir alle, die wir Bruno Gröning kennen, haben es auch erlebt, dass sich viel guter Wille der einzelnen Menschen um ihn sammelt. Wir haben aber auch erkennen müssen, dass sich sehr viel Böses heranschleicht. Wir haben durch die Lehre Bruno Grönings gelernt, dass wir gegen das Böse angehen
müssen. Und das ist mein Wille, gegen das Böse anzugehen. Und ich habe es unserem Freund Bruno Gröning in die Hand versprochen, dass ich ihm folgen werde und dass ich ihm helfen werde, soweit ich es kann, in diesem Kampf gegen das Böse. Denn wir leben in einer Zeit des Umbruchs und es ist jede Hand und jeder Arm notwendig, um diese große Arbeit zu tun. Und ich danke unseren Freunden hier in Österreich, dass sie uns wieder die Gelegenheit gegeben haben, unseren großen Freund und unseren Lehrer zu sehen und zu sprechen und die Wahrheiten, die göttlichen Wahrheiten von ihm wieder zu hören. So, und dann darf ich das Mikrofon weiterreichen. Was fehlt dir zu uns? Warum? Feige sind sie. Feiger kann ein Mensch nicht sein. Macht nichts. Sie vertragen die Wahrheit. Ja. Haben Sie Lampenfieber, wenn Sie so ein Ding in der Hand haben? Schön, Sie werden nicht gezwungen. Was mich zu Bruno Gröning führte, da muss ich weit zurückgreifen. Es war im Jahr Anfang 1950. Führte mich ein inneres, intuitives Empfinden und ein Suchen nach Gott und aber auch dann das Böse, das sich dann eingeschlichen hatte, führte mich in München zu den Vorträgen zu Bruno Gröning. Hier lebte an mir sehr schnell die Ordnung, und zwar eine Ordnung, die jahrelang durch eine Behandlung des Arztes überhaupt nicht festgestellt werden konnte, dass das möglich wäre, dass ich noch hier in Ordnung kommen kann. Von diesem Augenblick an wusste ich meinen Weg. Ich wusste hier einen Menschen vor mir, der mir sozusagen geistig die Hand reichte und mich nun führte. Ich, ohne einen inneren Zweifel oder Widerstand, folgte ich diesem Weg und konnte nun auch viele andere Menschen dazu führen, wieder die Ordnung in ihrem Körper zu bekommen oder zumindest wenigstens den ersten Schritt dahin zu tun. Ich musste allerdings auch erkennen dann, wie schwer es ist, oft Menschen von einem Irrwege wegzubringen. Denn irgendwo durfte man die Menschen ja nicht zwingen, man musste ihnen die Freiheit des Willens lassen, sie mussten sich selbst entscheiden, denn das liegt ja in der Lehre Bruno Grönings, dass kein Mensch gezwungen werden soll. Und so musste ich auch natürlich erleben, dass manche Menschen gerade um Bruno Gröning ihre sehr hässliche Seite zeigten. Eine Seite, die für mich oft unverständlich war, wie überhaupt Menschen so etwas machen konnten, nachdem sie doch wirklich das Gute sahen und trotzdem sich dann zum Bösen stellten. Doch nachdem ich etwas philosophisch veranlagt bin, sagte ich mir dann auch, naja, diese Menschen müssen eben auch erst durch eine andere Erfahrung durchgehen, um dann eben zum Guten zu finden. Sie müssen tatsächlich oft erst durchs Böse noch wirklich durchgehen. Aber dass nun unser Freund Bruno Gröning so einen schweren Weg hat, da er so oft so mit schweren Steinen beworfen wurde und ihm wirklich Querbalken gelegt wurden, dass er trotzdem den Glauben an die Menschen nicht verloren hat, das war wieder so großartig und für mich so stärkend,
dass ich mir auch sagte, nein, also ich werde niemals von dieser Seite weichen, denn unsere Welt ist mal so, sie ist mal so stark materiell, und habe dennoch die Aufgabe, ins Geistliche und zu Gott zu kommen. Und so bin ich dankbar, dass ich mitarbeiten darf und bitte Gott, dass er mir ständig Mut im Herzen gibt, dass ich immer das Richtige mache und auch nie wankend werde. Das ist in kurzen Worten, möchte ich nur das sagen, was ich hier dazu zum Weg der Arbeit und zum Finden zu Bruno Gröning und zum Mithelfen an dem Werk zu sagen habe. Ich möchte nur sagen, dass ich glücklich bin, hier in diesem Kreis dabei zu sein. Und wenn man wirklich den Herzenswunsch hat, dabei zu sein, dass dann alle Schwierigkeiten sich wie von selbst lösen. Und dass man dann eben dabei sein kann und mitarbeiten darf. Ich, die ich noch insoweit auswärts stehen muss, da ich noch in vielem gebunden und gehemmt bin. Ich kann Ihnen nur sagen, wie überaus glücklich und dankbar ich Ihnen allen bin, die Sie den Weg bereiten, auch für diejenigen, die heute noch auswärts stehen, die noch so sehr in dem Leid und in der Unordnung verwurzelt und gebunden sind, dass sie den Weg noch nicht gefunden haben oder auch nur sehr schwer sehen können. Ich weiß, wie es ist, wenn man abhängig ist von der Umgebung. Von der Umgebung, von all jenen, die insoweit berufen sind, zu helfen und doch nicht es verstehen, was ein Mensch braucht, der nicht wie die anderen leben können. Von diesem Standpunkt aus sage ich Ihnen, dass Sie alle Wegbereiter sind für uns, die wir noch nicht so weit mittun können. Aber ich habe die Wahrheit an jedes Wortes, das uns Herr Bruno Gröning gesagt hat, an mir selbst erfahren. Ich bin durch ihn wieder lebensfroh und glücklich geworden. Und nicht nur das, sondern die Ordnung ist schon zu einem sehr großen Teil in meinem Körper zustande gekommen. Ich will hiermit auch unserer lieben Gastgeberin danken, dass sie uns die Möglichkeit gegeben hat, in diesem Kreise dabei sein zu können. Von ganzem Herzen. Denn das, was wir heute erleben durften, das werden Sie alles später noch an mir selbst feststellen können. Denn die Wahrheit, das ist wirklich das Höchste und das Größte, das der Mensch in seinem Leben braucht. Die Worte, die uns Herr Bruno Gröning sagt, die sind für mich so wie das tägliche Brot für den Körper. Ja, noch mehr, denn auch die Seele braucht ihre Nahrung, um gedeihen und wachsen zu können. Ich danke hiermit Ihnen allen und ganz besonders unserem lieben, guten Freund.